Ich bin Christina und ich bin 27 Jahre alt. Seit wann stottern Sie? Seit meinem vierten Lebensjahr. Welche Situationen vermeiden Sie? Ich vermeide es, in einer lauten Umgebung zu sprechen. In welchen Situationen stottern Sie am meisten? Wenn ich telefoniere, dann, wenn ich mich vorstellen muss, bei meinem Namen stotter ich immer ganz doll. Der einzige Überlebende eines Schiffsunglücks wird an den Strand einer einsamen und unbewohnten Insel gespült. Das sind jetzt die letzten Aufnahmen nach einem Jahr. Wie geht es Ihnen im Vergleich zu vor der Therapie? Mir geht es im Vergleich zu vor der Therapie sehr gut. Ich fühle mich freier, lebendiger, lebensfröhlicher. Und generell ist mein Leben viel besser als vor der Therapie. Die Gedanken auch ganz anders. Wie denn? Viel positiver, lockerer, sage ich mal. Ich nehme jetzt vieles nicht so ernst. Wenn jemand guckt oder irgendwas sagt, denke ich mir, ist mir egal. Und früher war das ja nicht so, da war ich sehr kopfig. Ich habe viele negative Gedanken gehabt, hatte nicht so viel Selbstbewusstsein. Ja, also es hat sich schon sehr viel verändert. Können Sie noch mal erzählen, was Sie direkt nach der Therapie gemacht haben, was für Sie so eine Herausforderung, aber auch ein großer Wunsch war? Vor wie vielen Menschen haben Sie da gesprochen? Also ich habe mein Outing-Referat habe ich in der Universität gemacht, im Vorlesungshörsaal. Wie viele Menschen waren da? Da waren 300 Leute vor Ort. Direkt nach der Therapie? Und ich habe sogar ein Video, worauf ich stolz bin, dass ich das auch festgehalten habe. Mhm. Und ich habe das letztes Mal zufällig in meinem Laptop gefunden und habe mir das nochmal angeguckt und ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil das war so eine schöne Erfahrung für mich. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und wie Sie gesagt haben, danach habe ich wirklich Flügel bekommen. Also ich war total selbstbewusst, auch ein bisschen überheblich, kann man auch sagen. Das war eine sehr gute Erfahrung. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Der einzige Überlebende eines Schiffsunglücks wird an den Strand einer einsamen und unbewohnten Insel gespült. Tag für Tag hielt er Ausschau nach einem Schiff am Horizont. Nach vielen Tagen ergebnislose Ausschau nach einem Schiff